Servus und moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Octopus Traveler. Nicht Octopus, sondern Octopus. Und ja, wir haben unseren Typen hier gefunden. Und zwar ist es Alfin, der ist Apotheker. Und ich bin ein Dieb. Und ja, jetzt haben wir eigentlich nur einen Auftrag. Was haben wir für einen Auftrag? Hol mal rein. Zack. Journal. Alfin. Dieb gesucht. Ach genau, wir müssen die Sachen jetzt finden. Und zwar die anderen Diamanten, sozusagen. Diese komischen Perlen. Und das werden wir jetzt auch machen. Jetzt können wir ja theoretisch noch jemanden aus einem anderen Kapitel uns einverleiben. Das machen wir aber nicht. Wir werden jetzt einfach mal... Oh, warte mal, was soll man jetzt am besten? Welcher Weg ist denn am besten jetzt? Wir gehen mal hier längs. Mal gucken, warte mal. So. Elfenaufbruch. Haben wir alles gemacht. Gut. Haben wir auch alles gemacht. Das heißt, Cordelia und Nisco verabschieden sie von Sirion, der auf der Reise um drei gestohlenen Drachensteine in seinen Besitz zu bringen. Sein erstes Ziel ist Edelhof im Flachland. Das werden wir zuerst. Also, Edelhof müssen wir suchen. Die Frage, wo das genau ist, ne? Das ist ja gar nicht so leicht zu wissen. Auf die Weltkarte. Edelhof. Guck mal, da ist. Ne, das sind ja die anderen. Die wollen wir jetzt gar nicht haben. Wir wollen jetzt einfach mal versuchen, ins Drachenland zu kommen. Edelhof. Ist natürlich die Frage, ob wir das in der Demo auch schon können. Da ist Edelhof, da müssen wir hin. Okay, wie kommen wir da hin am besten? Welchen Weg müssen wir gehen? Müssen wir hier oben links gehen? Wahrscheinlich, ne? Das ist euch der. Wollen wir nicht direkt hin? War nicht, ne? Wollen wir uns irgendwo hinbeamen, wo wir schon mal waren? Wie jetzt? Perfekt. Reisen wir kurz hin. Dann geht's hier oben weiter. Noch einmal kurz zurückgehen. Da war einer, der war in Rot. Was bedeutet das denn? Ron hat bestimmt was Wichtiges zu erzählen. Erkundigen. Sie hat mir ein großes Ei gefunden. Sie sagt, es sei aus dem Fluss zugetrieben. Danke sehr. Ach, was soll ich nur tun? Wenn du quer in der Brücke fiel mir mein kostbares Ei aus der Hand. Ihr habt es nicht gesehen, oder? Was, wenn es gegen einen Felsen geprallt ist? Bei meiner Ehre, wenn es kaputt sein sollte. Ah, okay. Jetzt haben wir schon mal eine neue Geschichte. Machen wir jetzt aber nicht. Ich würde ganz gerne mal versuchen, oben in den Bereich zu kommen, dass wir den ersten Edelstein noch finden können. Wahrscheinlich in diese Richtung gehen. So. Ja, aufpassen, könnte ich jederzeit angegriffen werden hier. Wir speichern vorsichtshalber mal immer. Immer in jeder Ecke. Einfach nur aus dem Grund, dass wenn es passieren sollte, wir dann nicht gleich wieder... Oh, da ist der Gegner. Okay. So, benebelt. Nein. Out of my way. Mal eine Fertigkeit machen, und zwar ein Feuerchen. Here goes nothing. Tiger hat auch Fertigkeit, und zwar ein Eiszapfen. Okay, so richtig viel hat es nicht gebracht. Kannst du angreifen? Eieiei. Na gut. Wollen wir mal einen töten? So, und der letzte. Perfekt. So. Hier hinten irgendwo hingehen, ne. Westlicher Swarky-Weg. Okay. Ach, guck mal. Ah, ich Hörnchen sitzt da. Oben können wir wieder speichern. Wir können auch hier unten links gehen. Wo geht's denn da hin?
Warte, Bestien. Oh, warte mal. Ich muss mal auf die Karte gucken kurz. Wir sind hier und wir sollen ja da hinten hin. Das ist der Pfad der Bestien oder ins Swaki-Weg. Kann man sich auswählen, wie man will. Wir müssen da hin. Wir gehen jetzt mal weiter hier. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Gefahrenstufe 15. Okay, da sollten wir vielleicht nicht längs gehen. Das hört sich irgendwie ein bisschen... Also wir sind ja Gefahrenstufe 4, das ist noch okay. Ich glaube 15 wäre ein Deut zu viel. Deswegen gehen wir hier hinten längs. So, da oben können wir nochmal speichern, ich sehe. Mal gucken, ob es hier so kleine Abkürzungen gibt, dass man da vielleicht genau vom Speicherpunkt, ne? Oh mein Gott, was sind das für Viecher? Na gut. Okay, bringt nicht so viel. Okay, macht auch nicht so viel Sinn. Mit dem Kleinen? Okay, ich finde, es reizt ihn auch nicht so. Okay, bringt ihn auch nichts. Mein Gott, wir bringen gar nichts, die Sachen. Okay, eine Schwäche. Okay, ich glaube, fast alle Viecher haben Angst vor Feuer, oder? So, haben wir noch das andere Viech da. Den versuchen wir auch mal mit Feuer aufrecht zu halten. Na, macht nicht so viel Sinn. Eieiei. Ah, okay, das war seine Schwäche. Gut zu wissen. Dann wird er wahrscheinlich auch auf mein Schwert reagieren. Super. Oh, ein Granat. Lizenz. Mal gucken, was man damit machen kann. So, wir gehen mal hier hoch. Speichern, speichern wir gleich. Lichtkraut. Oh, geht's auch noch weiter, ne? Okay, warte, gehen wir gleich längs. Erstmal speichern wir hier, schnell. Yes. Oh, was sind das für Viecher? Na gut. So, okay, das ist schon gut. Okay, der hat keine Schwäche, der andere. Ich weiß nicht, auf meins reagiert er nicht. Nein! Mach ich ihn da, jetzt wollte den anderen angreifen, ich Depp. Ey, ey. Da hast du. So, beide benebelt. Schön wieder Leben bekommen. So. Gar nicht so verkehrt. Wir steigen auch bald auf wieder mit Therion. L2. Wirklicher Swaki nach Swaki. Also nach Swaki direkt sollen wir doch gar nicht, ne? Und dann müssen wir wahrscheinlich da durch, um hier hinzukommen. Ich glaube, wir müssen... Ich behaupte, wir müssen hier oben längs. Ja. Behaupte, wir müssen hier oben längs. Also, dann wird keinen Sinn machen. Also gehen wir nach... Gehen wir nach oben? Hier hinten war ja auch noch ein Weg, ne? Die Frage, ob man... Ich gehe auch lieber den Weg hier hinten längs. Erstmal dürfen wir, wenn gleich angegriffen wird.
Okay. Hätte man beenden kann einen auf jeden Fall, ne? Naja, egal. Out of my way. Bring it on. So. Perfekt. And that's how it goes. Na, guck mal, die werden beide bald aufsteigen. Das ist schon mal gut für uns. So. Und das ist ja auch nochmal ein Schild. Das ist auch nochmal ein Schild. Vielleicht zeigt uns das ja einen anderen Weg an. Oh, mit meiner Kiste, die machen wir mit. Anregende Pflaume, das ist schon gut. Nördlicher Swaki-Weg nach Swaki. Victor's Kohlfelsen. Geh mal da längs. Ach, schon wieder rein. My turn. Bring it on. Oh. Out of my way. So. Bring it on. What the? Out of my way. Here we go. Ay ay ay. That how it goes. So, also aufgestiegen schon mal. Ist mal gut. Und Alvin wird aber in der nächsten Runde aufsteigen. Das Gute ist, ich habe mein ganzes Mana wieder. Also kann ich Gedanken machen. Und hier müssen wir jetzt irgendwo gleich einen Weg nach oben finden, vielleicht. Und dahin kommen, wo wir hingehen wollen. Hier ist mal eine Truhe, die Junge. Glitschige Nuss. Lecker. Ich werde nachher einverleiben. Let's see what you got. Here we go. Bring it on. Scheiße, ich dachte, ich kann ihn töten. Naja. Out of my way. Let's do this. Here we go. So. Don't start if you can't finish. Och, Mist, noch ein Punkt und der steigt es auf. Was macht er jetzt? Geht ja auch relativ zügig. Truhe. Erweckungskraut. Sehr gut. Das ist wirklich so ein bisschen so ein richtiges Oldschool-Spiel, ne? Und sehr witzig. Obwohl hätte ich auch sparen können für rein. Hätte ich jetzt eh gleich aufgestiegen. Ja, er steckt jetzt eh gleich auf. Deswegen wäre es egal gewesen. War dumm, aber naja.
umsonst eine Traube wurstelt. Was steht hier? Flammholz war okay. Wir gehen auf Flammholz hin. Speichern wir mal. So, gucken wir mal. Ich will einfach, dass es nicht so super stressig wird. Guck mal hier. Wie war es hier kalt? You won't feel a thing. Ihr habt euren Feind in einem Moment der Unachtsamkeit erwischt. Ah, sehr gut. Out of my way. Don't. So, nur das kleine Häschen, da wollte ich gerade sagen, was ist denn das ist? Ein Eichhörnchen, fieses. So. And that how it goes. So, haben wir schon die Kiste noch hier? Olive des Lebens, sehr gut. Jetzt wird's kalt. Und ein kältere Gefilde. Aber es scheint richtig zu sein, weil es eine Gefahrenstufe 4 ist, das heißt. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Dann kommen wir auf jeden Fall hin. So, wir sollen ja hier rüben hin. Wenn wir jetzt hier den Weg durchschlängeln, würde ich sagen, das ist richtig. So, da muss eine Truhe. Wie kommen wir denn da hin? Kann ich aber hochgehen? Nee. Wo sind wir da hin? Ah, okay, wir sind da längs. Erstmal speichern wir ganz schnell. Wir mögen ja schon speichern. So, das Trüchen holen wir uns schnell da hinten. Oh, es kommt. So, also Eis. Ich würde behaupten, die mögen auf jeden Fall kein Feuer, oder? Das würde ich behaupten. Das wäre noch sonst, wenn der jetzt auf Feuer stehen würde. Genau. Na, ich weiß es nicht. Dolch. Ah, das war ganz effektiv. Vielleicht mag er ja trotzdem auch Eis nicht. Ich glaube zwar nicht. Kann Sinn hier, ne? So. Try again. Du Arschloch. So, Truhe müssen wir uns noch schon holen. 800 Goldstücke allein. Ist auch nicht schlecht. Wo müssen wir denn längs? Nach oben müssen wir ja nicht. Ne? Wir müssen eigentlich hier nach rechts weiter. Wenn es hier weitergeht. Was ist das denn? In der Demo geht es hier ständig weiter. Ah, so, okay. Aber hier vielleicht. Also in die Version können wir hier nicht weitergehen. Das ist natürlich schlecht. Dann gehen wir oben rum. Aber wie gesagt, Leute, das ist zwar die Demo-Version, aber man muss ja immer im Griff behalten, dass sobald die Vollversion erscheint am 13., also in 14 Tagen, spiele ich direkt hier weiter. Das heißt, man braucht nicht groß was anderes machen. So, nehmen wir hier Giftwurzel. Ach, guck mal, da komme ich einfach mal. Auch nicht schlecht. So, erstmal geht's mir schon Feuer hier. Für dich.
Oh. Okay. So, den haben wir schon mal weg. Bring it on. Ja, das hilft nicht. Hilft auch nicht. Was kann man noch so mischen? Schädlicher Staub mit Giftwurzel. Auf beide, ja, machen wir. Okay, hat gar nichts gebracht, außer dass sie gar nichts gebracht haben. Alter, was soll ich denn noch bei dem machen? Ich muss Schwäche rausfinden bei denen. Aber wir machen mal tröstender Staub mit. Okay. Muss alles ausprobieren. Mann, ey. Out of my way. Here goes nothing. So. Das ist natürlich nervig, weil man noch keinen Mechanismus gefunden hat, wie man die platt machen kann. Aber werden wir schon noch hinkriegen. Ich gebe Speicher nochmal sicherheitshalber. So, und gleich wieder hoch. Also durch die Höhle da können wir nicht, dann gehen wir hier oben halt längs. Soll uns auch nicht stören. Oh, geht's auch nach unten längs, ne? Okay. Ah, sehr gut. Okay, das hilft nicht so viel. Here goes nothing. Okay. Yes. Bring it on. Perfekt. Wops, Babaluma. Ja, stärker. Ich kann auch gut ein paar neue Waffen finden, das ist auch nicht schlecht. Irgendwas, was ein bisschen mehr reinhaut. Achso, warte, wir wollten ja unten, kann auch noch längs gehen. Okay, ist eine Truhe, aber das macht ja nichts. Kann man sehen. Schattenseelenstein. Klingt ja schon mal gut. Ja. Oh. Oh Mann, Mann, Mann. Okay, da ist ein anderer da hinten. Hier ist nicht wirklich was. So. Ah, langweilig ein bisschen die Kämpfe, wenn man immer wieder reingerät. Beide aufgestiegen, ist auch gut. So, schnell. Oh, Truhe, nehmen wir mit.
Heiltraube, na gut, haben wir die Heiltraube wieder, die wir verbraucht haben für nichts und wieder nichts. Nördliche Wildnis von Flammenhult. Ach guck mal, sieht ja schon gut aus. Da müssen wir den Weg noch runter. Und dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Behaupte ich mal. Sollen wir zumindest mal speichern? Ja, das Speichern ist ganz wichtig. Machen wir es nicht. Jetzt glaube ich ein bisschen blöd. So. Atlasdamm, jetzt ist die Frage, macht bei uns der Sinn, nicht nach oben zu gehen, sondern nach unten, oder? Okay. So, den haben wir schon mal weg. Over here. Bring it on. Blöde, dass ich die nicht da zu Potte bekommen. Was die denn für eine blöde Schwäche haben. Here goes nothing. So. Here we go. Gibt's doch gar nicht. Scheiße. So. Das ist auch nervig. Das ist wirklich nervig. Weil er so viel Schutz hat die ganze Zeit noch. Deswegen dauern die Kämpfe so verdammt lange. Wo kommen wir denn hier hin? Flammhult, Frostland. Achso, toll. Erstmal noch einmal reingeraten. Schade. Nein, ich wollte auch. Ach man. Da wollte ich drauf, auf den Typen. So, wie gefällt dir das? Bring it on. Perfekt. That's what I'm talking about. Du. Dieses Flammenhult. Die Wiege der Kirche der Heiligen Flamme. A good day. Vor vielen Jahren rannte seine Tochter nach dem Streit mit ihrem künftigen Ehemann davon. Nun ist sie zurückgekehrt und er ist sich sicher, wie er entgegentreten soll. Dennoch ist er glücklich, dass er das Gesicht seines Engels zu sehen. Ja. So, da oben ist auf jeden Fall jemand. Liana wartet. Ich werde den Entfachungsritus an eurer Stadt vollziehen. Ach, okay, das Ophelia, die wollen wir aber jetzt nicht dabei haben. Oder sollen wir zu dritt losziehen? Wenn wir Liana natürlich noch mit reinnehmen, spielt sie in Trugea. Ophelia macht sich bereit, die Wahlfahrt anzutreten, mit den Traditionen ihres Glaubens zu brechen, um ihre Adoptivfamilie zusammenzuhalten. Auf diesem Weg braucht sie tapfere Verbündete. Nee, wir machen aber nicht Ophelia. Die will ich nicht dabei haben. Ah, ein kleiner Händler.
Lava, okay. Was hast du denn da so? Ein Großschwert. Steinruder. Ein rundes Schild. Wäre gar nicht mal so schlecht für... Kaufen wir mal zwei davon. Yes. Perfekt. So, was haben wir noch hier? Spitzer Hut. Ein Diadem. Leinengewand. Oder eine robuste Weste ist vielleicht nicht schlecht. Ja, wollen wir. Und die soll Alfin ankommen. Sehr gut. Ein lebhafter Ohrring. Tempo plus 10. Auf das Leingewand ist aber auch gar nicht so verkehrt, aber ein bisschen cool. Geil, ne? Wolfsburg. Ah, ja, das können wir also verkaufen. Bringt mir vor einen mäßigen Preis. Auch. Ne, ist doch gut. Haben wir schon ein bisschen aufgerüstet. Wir müssen aber weiter. Wir kommen von diesem Dorf dann direkt dahin, wo wir hinwollen. Sind wir hier? Wir wollen ja nach da. Das heißt, wir müssen wieder oben raus irgendwie. Da ist doch so ein kleiner Weg, so ein Pfad. Der führt wahrscheinlich da durch. Den besuchen wir jetzt mal. Der muss ja irgendwo zu finden sein. Ist das hier oben? Ist das? Hallöchen. Seid gegrüßt, wie kann ich euch weiterhelfen? Was wusstest du? Geschichten lauschen. Gibt es noch nicht so viele Geschichten? Gehen wir da raus. So. Hier speichern wir nochmal. Traditionell. Das war nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte. Okay. Eingang der Kathedrale von Flammenhult. Gehen wir mal hoch. Yes. Südlich der Kathedrale gibt es eine große Stadt. Ich habe gehört, das Wirtshaus dort schenkt den besten Met aus. Das ist also die berühmte Kathedrale. Sie ist wahrlich prächtig. Willkommen in der großen Kathedrale von Flammenhult. Seid ihr wegen des Gottesdienstes hier? Also, wir gehen da jetzt nicht rein, denn wir wollen den Weg ja finden, den wir finden wollen. Also wir müssen wieder raus und doch den anderen Weg oben rum gehen. Was sehr ärgerlich ist. So, Felia wollen wir nicht mitnehmen. Haben wir schon entschieden. Wir rennen diesen ganzen Weg hier zurück. Und die ganzen Treppen wieder runter. Kilometermarsch. Und 40 Fallen kommen jetzt. Nein. Doch, da sind sie. Okay, dann machen wir wirklich schnell. So. Bring it on. Bring it on. That'll do her. Oh, cool. Er ist wirklich gar nicht so schlecht von dem. Out
of my way. Don't worry. So, wie gehen wir jetzt? Here we go. So. Perfekt. Try again. Perfekt. Granada für die Sens. So. Wir gehen schnell oben links. Das wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Und das ist der richtige Weg zur Truhe. Oh, Liebe des Lebens. Was ist für die Gegner hier? This is the beginning of your end. Ah, sehr gut. Here goes nothing. Out of my way. Ja, das bei mir reicht das nicht. Over here. All right. So, den haben wir erledigt. Pause für ihn. Out of my way. Here goes nothing. Out of my way. So. Where's the nearest tavern? Doodle-doo-doo. Warte jetzt. Nördliche Atlasdamm-Ebenen. Nee, schon besser. Schon wieder aus der Kälte raus. Gucken wir mal. Ja, das ist der richtige Weg hier. Ja, endlich. Ah, endlich aus der Kälte raus. Niemand mag Kälte. Also diese Truhen holen, ist aber ein schöner Zeitfresser, ne? Sag ich ja. Aber wir sehen neue Gegner. Oh, eine Froscharmee. Okay, der bringt nichts. Der bringt auch nichts. Das ist ein Eis. Yes, Eis bringt was. War gut. Okay, bringt nichts. Out of my way. Was mache ich denn da? Wollte eigentlich den Frosch in der Mitte treffen, na egal. So. Wieder ein Frosch weniger. So, wollen wir mal gucken, wo uns das hinführt hier. Komm. Here goes nothing. My turn. So, ein blöder Frosch übrig. Here we go. Cool off. So, ein bisschen Leben wieder zurückbekommen. Immerhin etwas. Boom. So, Alfin ist auch schon wieder aufgestiegen. Perfekt. So, gerade links und links. So, da können wir wieder speichern. Das auch tun. Wie man sehen kann, haben wir noch 7 Minuten für die Demo und dann ist Schluss. So, auch so ein Schild gucken.
Edelhof, da soll man hin. Oh, endlich. Edelhof. Boah. Bring it on. Super. Here goes nothing. Cool off. Okay. Mann, Mann, Mann. Cool off. Motherfucker. Here goes nothing. So. And that's that. That's how it goes. So, jetzt ist ein bisschen länger dieses Video hier, aber es wäre jetzt Quatsch gewesen, es aufzuhören und dann 5 Minuten noch zu Ende zu spielen. Deswegen machen wir das Demo hier. In der Demo geht es hier schon wieder. Oh, seht ihr? Hier hört die Demo-Version auf. Also wir können ja Edelhof. Aber ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und zwar am 13.07. geht es hier weiter. Genau an diesem Punkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.